Es war kurz vor 2 Uhr, da drangen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Edelmetallhändlers ein. Sie hebelten ein Fenster auf, gelangten so in die Räumlichkeiten und dann, so berichteten auch Zeugen, gab es eine sehr starke Detonation. Es wurde ein Geldschrank aufgesprengt. Anschließend sind die Täter mit der Beute aus den Räumlichkeiten geflüchtet. In einem bereitgestellten dunklen Audi durchbrachen sie noch eine Schranke und flüchteten letztendlich über die Lützowstraße in unbekannte Richtung. Die Räumlichkeiten befinden sich in der ersten Etage eines Wohnhauses. Durch die starke Detonation in den Räumen gab es eine starke Verwüstung. Die komplette Fensterfront im ersten Obergeschoss ist rausgesprungen. In der Potsdamer Straße haben wir ein breites Feld der Verwüstung. Glücklicherweise, so berichteten jetzt auch meine Kolleginnen und Kollegen, gab es keine Verletzten, die möglicherweise ja auf der Potsdamer Straße zu dieser Zeit noch unterwegs waren. Was können Sie zu den Zerstörungen an den Geldschrank erzählen? Na, ich bitte um Verständnis, dass wir natürlich zu den Verwüstungen und dem Vorgehen innerhalb der Räumlichkeiten noch nichts Genaues sagen wollen. Das ist Täterwissen, das müssen jetzt auch die Ermittlungen ergeben. Wir haben zahlreiche Zeugen, die etwas beobachten konnten. Es befindet sich ein Hotel direkt nebenan. Die werden jetzt befragt. Darüber hinaus sind die Kollegen der Kriminaltechnik in den Räumlichkeiten, schauen jetzt nochmals nach. Es war auch sowieso unmittelbar nach der Tat so, dass Kriminaltechniker erstmal in die Räumlichkeiten rein mussten, gucken mussten, sind da möglicherweise noch weitere Sprengladungen irgendwo installiert. Die Feuerwehr war hier vor Ort. Wir können jetzt aber sagen, dass das Gebäude jetzt wieder freigegeben wurde. Die Statik ist soweit intakt, sodass die Mieter, die zuvor draußen warten mussten, jetzt in ihre Wohnung zurückkehren können.